Herzlich willkommen zu einem weiteren Video als Vorbereitung auf die Inverted Classroom and Beyond, die ja im Februar 2021 online stattfinden wird. Mein Name ist Josef Buchner, ich bin Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen, bin Mitorganisator und freue mich heute wieder, zwei spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Ich würde Ihnen da gleich mal das Wort auch übergeben, bitte Sie, sich kurz vorzustellen und dann unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern kurz zu erläutern, was Sie denn in Ihrem Workshop erwarten können. Gut, dann starte ich gleich. Ich freue mich sehr auf diese Tagung und auch unser Tool vorzustellen. Mein Name ist Claude Müller. Ich leite das Zentrum für innovative Didaktik an der ZHAW, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur in der Schweiz. Mein Name ist Jennifer Erlemann. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für innovative Didaktik, bin dort IT-Projektleiterin und habe das Tool, was wir heute vorstellen, programmiert. In unserem Beitrag geht es darum, dass wir dieses Tool vorstellen und dass Sie dann im Rahmen eines Workshops auch gleich die Möglichkeit haben, das Tool auszuprobieren. Das Tool steht auch frei zur Verfügung, ist momentan noch in der Entwicklung und wir freuen uns natürlich, wenn wir da Interesse wecken und dann auch die eine oder der andere dann das Tool gerade ausprobiert. Wir würden kurz den Hintergrund des Tools erläutern und auf einige Funktionalitäten eingehen und dann haben Sie so, ja, vielleicht so ein Teaser, um dann zu beurteilen, ob Sie in unseren Beitrag kommen und dieses Tool genauer anschauen. Gut, Hintergrund war, dass wir sehr lange in den letzten Jahren Blended Learning Kurse erstellt haben. Das heißt, wir haben einen flexiblen Studiengang entwickelt und alle Dozierende mussten jeweils ihre konventionellen Veranstaltungen in Blended Learning Veranstaltungen umwandeln, transformieren. Wir haben da Workshops entwickelt, mit den Dozierenden zusammen haben wir das transformiert und Sie sehen hier ein Bild eines solchen Workshops, das ist etwa 5 Jahre alt und da haben Dozierende jeweils hier die Präsenzphasen geplant, dann die Online-Phasen und dann wieder Präsenzphasen. Wir haben das dann umgewandelt, auch in eine digitale Version, das hat sehr viel Aufwand natürlich generiert und dann hatten wir so ein Skript für einen Blended Learning Kurs. Wir haben uns dann überlegt, dass dieser Aufwand, das dann auch zu digitalisieren, doch relativ aufwendig ist, dass es aber auch gewisse Restriktionen gibt bei diesem analogen Prozess. Ich muss auch sagen, es gibt auch Vorteile beim analogen Prozess natürlich, aber auch Nachteile. Und wir haben dann ein Tool entwickelt und das war auch Hintergrund, dass wir neu Mitglied von edX sind, dieser großen MOOC-Plattform und jetzt sehr viele MOOCs in den nächsten Jahren produzieren und wir auch einen schlanken Produktionsprozess entwickeln wollten. Und das war dann der Grund für MyScripting. Und ich würde Ihnen gleich einige Funktionen aufzeigen von MyScripting, damit Sie so einen ersten Eindruck haben, wie das funktioniert. Ich gehe da gleich ins Tool rein und Sie sehen hier ein erster großer Vorteil von MyScripting, diesem digitalen Designassistent gegenüber dem analogen ist, dass man eben adaptiv Informationen für Dozierende zur Verfügung stellen kann. Wir haben hier zum Beispiel so Modell-Scripts für verschiedene Lernansätze wie Problem-Based Learning, direkte Instruktion oder Flipped Classroom entwickelt und das können Sie dann gleich kopieren. Und das ist ein weiterer Vorteil dieses Tools, dass man eben diese Scripts auch kopieren kann, abändern kann, speichern kann und dann laufend weiterentwickeln kann. Sie sehen auch hier, wir haben auch Team-Skripte, wir können also in Teams zusammenarbeiten, gemeinsam an einem Skript arbeiten und das hat natürlich viele Vorteile, weil viele Kurse werden heute nicht mehr alleine entwickelt von einer Person, sondern es ist häufig, insbesondere MOOCs, ist eine Gemeinschaftsproduktion von Designern, von Multimedia-Producern und natürlich den fachlichen Expertinnen und Experten. Das wäre ein weiterer Vorteil und dann gehen wir mal rein in ein Skript. Ich zeige jetzt gleich ein MOOC auf, der gerade entwickelt wird. Und da sehen wir auch, dass eben weitere Vorteile bestehen. Wir haben adaptiv Informationen hier, zum Beispiel wie viel Workload bereits da vorgesehen ist für das Skript, für den Kurs. Und wir sehen auch allenfalls, falls eben zu viel Workload vorgesehen wurde, das ist jetzt hier
bereits der Fall. Wie sehen die einzelnen Aktivitäten, die da vorgesehen sind in diesem MOOC? Und wir können natürlich dann auch Informationen, adaptive Informationen zu den einzelnen Aktivitäten zur Verfügung stellen. Zum Beispiel hier gehen wir mal rein, das Annotation Video wäre eine Aktivität, dann kann man das anklicken und bekommt hier, ah, jetzt war ich zu schnell, bekommt adaptiv Informationen zu Annotation Video, dass hier die Beschreibung des Tools, dann didaktische Funktionen, auch Werkzeuge, mit denen jetzt diese Aktivität umgesetzt werden kann. Also da haben wir zusätzliche Möglichkeiten, Dozierende dann auch zu unterstützen. Dann haben wir auch eine Gesamtübersicht über die Aktivitäten. Da haben wir dann auch Analyse-Tool. Das heißt, wir haben eine rasche Übersicht, wie viel der Aktivitäten Inhaltsvermittlung umfassen. Das wäre jetzt hier 45% der Zeit des Workloads wäre Inhaltsvermittlung, 55% an Aktivierung, Lernkontrolle, Interaktion. Wir sehen auch hier das Peer-Learning, wie viele Aktivitäten Peer-Learning vorsehen und aber auch Assessment, wie viele formative Assessments vorgesehen sind und summative Assessments. Also das ist eine erste Übersicht. Wir können natürlich die Informationen auch wieder anders zusammenstellen und das ist dann hier diese Funktion Tabelle. Und da haben wir an sich einen Unterrichtsablauf. Und hier in dieser Unterrichtsvorbereitung dann jeweils die Inhalte dargelegt, dann aber auch die Sozialform, Assessment und so weiter. Also alle Informationen, die ich benötige, um zum Beispiel einen MOOC dann auch zu produzieren, sind hier vorhanden. Gut, das ist ein kurzer Überblick über MyScripting und Jennifer Ellemann kann sicher noch mehr sagen zur technischen Umsetzung. Das mache ich gerne. Wir haben MyScripting in-house entwickelt und wie man gesehen hat, handelt es sich um eine Web-Applikation, die im Browser aufgerufen wird. Daher ist sie plattformunabhängig. Programmiert wurde das Tool mit den Open-Source-Technologien React und TypeScript. Auf diese Technologien setzen Facebook und Google, Netflix, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Bei älteren Web-Technologien wird bei jeder Änderung, also zum Beispiel durch Interaktion, die gesamte Seite neu geladen und das bringt natürlich Ballast mit sich. React lädt aber nur die Komponenten neu, die wirklich verändert wurden. Und das führt dann zu sogenannten Single-Page-Applikationen. Wir haben es hier also mit einer sehr modernen Technologie zu tun. Gut, das war's eigentlich bereits. Der Teaser für unseren Beitrag. Wir würden uns freuen, wenn Sie vorbeikommen, das genauer anschauen und allenfalls danach nutzen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf den Workshop.